J'invitieren Ihr dann alle Guten zu der ersten Table rund. Gesundheitskompetenz oder eben Health Literacy, als dann überschrieben als Ersten. Also den Bürger dann die Möglichkeit geben, für mein Team über seine Gesundheit zu bestimmen. Ich freue mich hier auf nationale und internationale Repräsentanten aus dem professionellen und Assoziationsbereich vom Gesundheits- und Pflegesektor, wie auch von der Europäischen Kommission. Wir hatten das dann schon vor der Pause hören. Hier ist eine Reinkehrt als Anthropologin kulturell von der Croix-Rouge, Edel Alvarez. Dann, je vous présente également Arthur Furtado, vous êtes le directeur adjoint de l'unité en charge des déterminants de la santé et de l'unité des inégalités de la Commission européenne. Bienvenue Arthur Furtado. Da begrüßen euch Michelle Halsdorf, die sieht Infirmière psychiatrique, und an der anderen mit einer Formation an der Gerontologie, die sieht für den Département des Soins an der Maison de Séjour et de Soins beim Goldknopf von der ALA zuständig, und seit 2014 Präsidentin von der Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Luxembourgeois. Hier ist Michelle Halsdorf. Madame der Table Ronde, das auch den Dr. Jean-Paul Nicolai, der ist Generalist, auch Médecin, Koordinator an einer Maison de Soins und der Präsident von der Association Luxembourgeoise pour la Fondation Médicale Continue, Alformec kurz genannt. Bonjour, Herr Nicolai. Dann den nächsten Herr ist der René Pizzaferri, Präsident von der Association Patientenvertretung, die 1995 gegründet, man bietet für den Patienten besser zu informieren, an ihm zur Seite zu stehen, der sieht auch am Verwaltungsrat von der Gesundheitskäse. Schön, dass er so sieht, Herr Pizzaferri. An den letzten Partizipanten von dieser Table Ronde will ich vorstellen, und das ist den Dr. Alain Schmidt, Spezialist an der Gastroenterologie am CHEM, der ist auch Membre Fondateur von der Conférence Nationale des Conseils Médicaux, wie auch der Präsident von der Association des Médecins et Médecins Dentistes, kurz der AMMD. Bonjour, Herr Schmidt. Weil er hat alle guten Mikroen, das ist ein bisschen gelohnt, weil alle guten Mikroen, der muss erst zu zwei indelen, ganz genau. Und dann nach Wunsch von den Traduktoren, das Mikro gut noch bei dem Mund halten, wie das alles gut verstehen, was sie dann noch können übersetzen. Voilà. Als ich in Table Rond, Troll von der Gesundheitskompetenz, ich gebe dann noch mal durch aufhängen, Herr Pizzaferri, weil eben Patientenvertretung gegründet wird, für dass der Patient dann besser informiert ist, als der Patient davon hat, schon besser informiert. Ja, ich meine, das Problem ist, den, dass eine Evolution, wie doch du musst schon vorbereitet gehen hast, dass auch eine Evolution beim Patienten für die Information überlegt. Das Problem ist, was für Informationen sind nicht. Wir sind emergiert ein bisschen von Informationen über das Internet, über soziale Medien, wo ich nicht weiß, was richtig ist. Da wird viel von Fake News geschwärzt, aber an den, auch am Internet, von den zum Beispiel Medikamente repressiert, da kriegen sie 10.000 Seiten, da aber kaschiert Färbungen sind für die pharmazeutische Industrie. Wo ich nicht weiß, von der Stadt lesen, was das lo, fährt das lo genau. Das ist also ein Problem, wenn ich so, so diese scientifische Artikel lesen oder losschlagen, sind so scientifische, oder es ist ein kommerzieller an den Drogen, das könnt. Das ist also da wichtig für den Assyri, und das ist dem noch schon gesagt, kann, dass Plätze geschaffen werden, wo man eine ordentliche Information kriegt, wo man Vertrauen kann, und dass die Information, die ich kriege, richtig ist, muss auch gesucht werden, wie man das kann sichern. Und er muss natürlich auch, ich meine, das ist ganz klar, sobald der Patient, das also noch eine Relation mit dem Doktor oder mit dem Spital, auch da muss die Information an den Kontakt klappen. Ja, da wäre mir nichts froh gewesen. Also, was können die machen? Genau, dass besser Informationen hast. Du hast noch, obwohl ich noch zwei Doktoren hier auf mir sitzen, oder es sind auch einen von zwei Doktoren, ich werde aber nicht, denn das Problem ist, den, dass du nach nicht, also ich will es auch nicht alle über den Licht sehen, ich gebe mal so, dass nach meiner Minorität, das ist gut gesagt, die echt eine paternalistische Haltung vis-à-vis vom Patienten, das heißt, sie wissen, was für den Patienten gut ist, und dem musst du
dat sich über den Ego lassen. Du fühlst auch den Kranken, den Patient, für Patient. So. Das ist vom Lagen. Und das muss noch ändern. Aber wir sind drüben, wir sind noch gut und denken, dass das besser geht an der Zeit. Können. Und das Spital ist auch noch dasselbe. Also, das ist schon wichtig, dass der Informationsfluss, und da muss noch, wie gesagt, Zentren geschäft oder Punkte geschäft geben, wo man sich kann wenden, wenn man etwas will wissen oder gewohnt gehen. Und das sehen wir auch an der Patientenvertretung. Ein größer Teil von den Appellen, die wir kriegen, sind die von Informationen. Weil sie einfach nicht verstehen, was für Fachbegriffe da vis-à-vis von hinten geäußert wird. Und das kann verbessert gehen am Kontakt direkt mit der Prestatären. Aber dann gehen Sie direkt ein Mikro weiter oder der Teil, der schon das Mikro, den Herr Nicolai, bei den nächsten Doktor, dann kommen wir bei einem Doktor. Als Doktor, der sieht ja dann noch und schon interessiert an in der Entwicklung von einer besseren Gesundheitskompetenz, dass man nicht von Informationen schwätzen, sondern eben von dem Health Literacy, wo du dann anscheinend aber noch happert, wenn ich dem Herrn Pizzaferri noch lausche. Also die paternalistische Attitüde von den Doktoren, ich meine, dass du hast eine Shift, von mir immer so eigentlich wiedergebracht, gebracht, nicht so, du wirst ein Paradigmen, wirst du, als du dass aber die Jungen nicht mehr paternalistisch sind. Die Jungen sind trotzdem dort so auf einem Niveau. Und ich schon all Interesse, dass mein Patient kein Analphabet ist an Medizin. Weil ich schon noch Probleme von meiner Präskription, von der Diagnose und so weiter. Ich schon lieber an das informiert, an das Wesen, wie das geht. Und ich kann mich mit den reellen Problemen aufgehen, und nicht mit den Komplikationen, die schon von einer schlechten Kommunikation hier kommen. Also ich meine, die Relation als besser. Es geht natürlich kompliziert, man hat ja gesagt von der Interkulturalität und so weiter, weil ich muss von den Sprachen am Tag schwätzen, wenn ich auf verschiedenen Niveaus muss, die Leute Sachen erklären und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es ein Overkill von Informationen und ein schlechter Gebrauch von einem System. Also der Patient kann bei mir sich gestorben oder für ein zwei Tage an der Poliklinik, ich hatte genäht, ich hatte einen russisch Fieber, ich habe eine Röntgen gemacht, ich an Blutanalysen, ich meine, das hätte ich nicht gebraucht, nicht so vielleicht bei der Referenzdoktor Lenz kommen, sein Hausdoktor, den hätte die Idee, der gesagt hat, das könnte so schlimm und so weiter. Auf der anderen Seite hätte ich gerne ein Röntgen, nicht gerne einen Scanner direkt, nicht gerne IRM und so weiter. Schon in den Röntgen, den möchte man erzählen, an drei. Das ist ein Druck auf der anderen Seite vom Patienten, ob den Doktor den schlecht informiert, dass den einfach gerne alles hat. Würde man ja aber an einem System sehen, weil der große Selbstservice ist, wo der Ampon noch nicht gratis ist. Du gehst da ran und du kannst alles kriegen und kriegst wohl nicht. Ich meine, in der Poliklinik, wo Leute sollen Urgenzen gemacht kriegen, da sitzen dann da, während 5 Stunden muss ich da sitzen. Was soll das? Die gehören ja gar nicht dahin nach. Meistens aber nur speziell wie in der Welt 20 Euro oder 40 Euro für den hypersophistikierten System, den du hast, für einen kleinen Schnapp. Was soll das? Dann hätten sie das schon mal dirigiert. Ein Krankenkiss hat gesagt, wenn du bei einem Doktor gehst, kriegst du so viel, wenn du eine Visite hast, dann musst du schon ein Teil mehr aus der Tasche bezahlen. Ups, war viel mehr nach Visiten da. Dort gibt es dasselbe Zimmer als im System von den Polykliniken. Ich bin ein anderer Doktor, tut weiter. Ja, da komme ich. Ja, ganz gerne, weil Herr Schmidt ging auch weiter. Eben, der hat für die Fake News angeschaut, dass vielleicht der Patient effektiv mit schon Informationen mit einer gefährdeten Meinung bei dem Doktor könnte. Ich verweise nur auf den Internet, tun ihn einen kleinen Knub auf der Hand und da fängt er schon selber daheim an, sich zu informieren, was ja auch so sein soll. Der Patient soll sich immer da auseinandersetzen. Den Internet, kann den dann wirklich als richtiges Informationsplatz für den Patienten umgehen gehen oder muss ich noch da natürlich tranchieren? Also, den Internet ist indéniablement eine wichtige Source d'information für alle Menschen und natürlich für den Patienten. Und das ist sicher gehört effektiv dazu, dass auch die Patienten natürlich am Internet gucken, was sie direkt betrifft. Das Problem, das wir heute in unserer Gesellschaft tun, ist nicht, dass es einen Mangel von Informationen gibt, sondern dass
echte effektiv de Problem, wie geht ihr mit der ganz vielen Informationen um, wo aus nach Pertinenz von der Information, die ihr kriegt, an Schwingen, ich brauche just den Beipackzettel von irgendeinem Medikament rauszuholen, den hast du nicht mehr lesbar von einem normalen Patient. Den kann mit der Information, obwohl alles da steht, eigentlich aber alle Fälle kann nicht viel damit aufhängen, weil er nicht kann abschätzen, was da steht, wie wichtig das für hier selber ist. Also ein Patient braucht, egal was er Informationen er kriegt, immer irgendwo einen Interpret, die ein paar zu singen besuchen, dann die Informationen so rüber geht, wen sie dann braucht. Also wir haben ein Problem effektiv ist von der Abundanz von Informationen an wenig Deft an der Information, die daraus resultiert. Also das kontradiktorisch hier zu schon, wenn mehr Informationen, wenn man an Deft geht, dann das etwas, wo man dann man als Doktor natürlich muss noch als aufgehen. Lo, was den Internet selber überlangt, ich meine, bon, persönlich, ich fand das, ich muss in alle Ressourcen, die ihn hört, muss in die positive Wolle davon gesehen, an Internet als indéniablement eine gute Source d'information, vorausgesetzt, dass in die richtige Sitten gesagt. Und ich meine, dass es, also in meiner Praxis, auf jeden Fall, stimulieren ich das Leute, für das zu machen, also für die Seiten auf jeden Fall, die objektiv Seiten sind, die jedenfalls medizinisch korrekt Informationen liefern, dagegen warnen schon mal Patienten für Foren, die wirklich mit Informationen kommen, die absolut nicht adäquat sind für Patienten, wo der Patient sich komplett verloren hat. An denen Diskussionsrunden, das ist wirklich problematisch, wo die Leute nur wirklich sich mehr Fragen stellen, wie sie Antworten kriegen, und das fehlt zu genügend. Aber die Informationsfülle, die ihr auf einzelnen Seiten kriegt, und auch Qualität, ist durchaus akzeptabel. Und ich sage den Leuten, sie sollen sich angucken, wenn sie chronisch Krankheiten haben, zum Beispiel, wo sie sich aber längerfristig mit ihrem Problem beschäftigen. Das ist also nicht etwas wie ein Grippe, weil den 7. Schritt und du noch alles vergisst. Wenn sie eine chronische Krankheit haben, dann ist es wichtig, dass sie sich mit ihrem Problem beschäftigen. Und das, wie Dr. Nicolai gesagt hat, dass mir einfach als Doktor mit einem mündigen Patienten ein seriöses Gespräch zu feiern, wie mit einem, den, wo ihn nicht richtig weiß, wo ihn so aufholen soll. Wo steht, da können auch dabei effektiv, und ich meine, dass man Alvarez gesagt hat, extrem wichtig ist, heute in Lützburg ist es wirklich ein Challenge, mit den ganz vielen Nationalitäten, die wir haben, auch ganz viele kulturelle Milieu, die wir haben, für sich als Doktor oder Infirmier sich auf dem Niveau vom Patienten richtig ausstellen zu können, für mit dem korrekt Gespräch zu feiern. Das ist sicher mehr schwierig hier im Land, wie nur an anderen europäischen Ländern, wo die Densität von der Mixität oder nicht so was. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich enchaine direkt mit dem Herrn Furtado. Und zwar, wir hören, dass ein richtiger Interpret muss da sein, den Doktor. Komm noch geschwind, eben auf die Rolle von Infirmier zu schwätzen. La première question, Monsieur Furtado, la health literacy, doit-il être une responsabilité des patients? Merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai besoin d'un interprète. Je voudrais peut-être commencer par dire que c'est élargir un petit peu le concept, parce que ce n'est pas seulement le patient, c'est le citoyen. Mm-hmm. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que d'abord, si possible, il faut éviter la maladie et de prendre les bons choix et dans son style de vie, les choix qui permettent de ne pas être en contact avec le système de santé chaque fois que quelque chose se passe. Donc si nous pouvons aussi faire ça, d'éviter les maladies chroniques par un bon style de vie, un style de vie sain, ça serait une bonne chose déjà. Mais ce n'est pas seulement les décisions de style de vie, c'est aussi de prendre compte de son état de santé et de l'état de santé, de faire une bonne évaluation de l'état de santé de l'entourage.
Par exemple, il y a des chiffres qui sont quand même très intéressants, que la plupart des parents, aux alentours de 75%, ne font pas une bonne évaluation de l'excès de poids de ses enfants. Donc, ils croient que les enfants sont dans le poids correct, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et ça peut avoir des très graves conséquences pour l'avenir. Et après, c'est aussi le fait de suivre les traitements, les conseils des médecins. Si le patient, le citoyen est en bonne mesure de le faire. Et aussi, en faisant le lien avec quelque chose de très important qui a été dit, le fait qu'il y a de l'information, ce n'est pas suffisant. Même le fait qu'il y a des sources fiables. Parce que quand nous pensons à ce qui se passe avec fake news, mm-hmm. avec le Brexit, avec toute cette manipulation de l'information qui est dans l'Internet aujourd'hui, et les gens se méfient, par exemple, de l'information que les autorités publiques donnent à propos de la vaccination. Et ça, c'est un problème très, très grave pour la santé publique, mais c'est très, très difficile à combattre. Mm-hmm. Même quand l'information vient des sources fiables, mm-hmm. des sources complètement neutres et avec une base scientifique complètement solide, les gens se méfient. Mm-hmm. Je voudrais peut-être ajouter deux petites choses à propos des professionnels de santé. Parce que c'est aussi vrai que la literacy, c'est aussi du côté du médecin, je crois. Parce que dans quelques contextes, il y a encore une révolution culturelle qu'il faut faire. Dans certains pays de l'Europe, l'idée d'avoir un dialogue dans le rendez-vous médical, ce n'est pas un acquis. Et aussi, des choses et des défis qui sont de nos jours. Je parlais pendant la pause café à propos des chirurgies qui se font aujourd'hui sans anesthésie. Total. Et j'imagine que ça doit être un défi très très grand pour le patient parce qu'il faut faire quelque chose pendant le temps qu'on est réveillé, pendant que ça se passe, mais aussi pour le médecin parce qu'il faut, dans la faculté de médecine, on n'apprend pas à bavarder, à parler avec le patient au moment de la chirurgie. Et peut-être finalement un bon point final pour dire que ça serait aussi très important de faire la health literacy pour les autorités publiques. Ça veut dire que nous voulons avoir de la santé dans toutes les politiques de santé. Mm-hmm. Parce que quand il y a de santé et des autres politiques du gouvernement. Parce que quand il y a des faillites dans les autres politiques, par exemple dans la politique sociale, quand il y a des gens qui n'ont pas de domicile fixe, quand il y a des problèmes dans l'agriculture et il y a, disons, un excès de production de sucre ou d'alcool, quand il y a des problèmes sociaux d'autres natures, c'est le système de santé beaucoup de fois qui paye la facture, qui paye finalement, c'est mm-hmm. la santé des gens qui est endommagée par ça. Mm-hmm. Donc, pour avoir cette possibilité de travailler mieux, aussi avec les autres membres du gouvernement, il faut aussi apporter ce concept de la health literacy, pas seulement pour les personnes, pour les professionnels de santé, mais peut-être aussi pour les institutions aussi. Merci, M. Furtado. J'enchaînerai maintenant Mme Halsdorf. Nous avons un docteur nous gesprochen. Wir kommen bei der Infirmière. Wie aktuell ist dann die Rolle von der Infirmière, so wie hier zukünftige Rolle im Bereich von der Prävention und der Promotion von der Gesundheit? Ja, ich denke, dass wir heute Morgen schon von den Kolleginnen aus dem Centre Hospitalier können heute ganz flott präsentiert kriegen. Ich denke, das werden Sie als gewissen haben. Das heißt, alles wird natürlich auch an sowohl Ihren Coaching-Centre, wie Sie das nennen, auch die ganze Konsultation, Education von dem Patient oder von dem Klient, denke ich, dass das eine Rolle ist, die da viel mehr schon sind da lange überholt. Wenn ich von mir gucke, ich habe 20 Jahre schon das an meiner Basisformation schon gelehrt, weil das heißt, den Patienten, Klient als ganz zu betrachten, sie verdurch den kulturellen Aspekt, den gesundheitlich, emotional, das ganz. Und dafür denke ich, dass eigentlich die Rolle von der Infirmière, sie als tot, der Infirmière als präsent an dem Bereich, vielleicht ist sie nicht immer so sichtbar.
Ich weiß nicht, ob das weil wir als verstoppen oder weil wir verstoppt gehen. Aber ich meine, das ist etwas, was mir heute ganz wichtig ist, als Vertreterin von einem Berufsstand von den Firmenjahren, eigentlich vielleicht auch den Abruf zu machen, zu gucken, was der Firma im Moment auch heute in Lützburg, was sie liest in dem Bereich. Natürlich musst du doch noch Erfahrungen machen. Ich finde nicht so, dass du alles perfekt hast. Aber ich meine aber, dass auch der Firma oder auch der Gesundheitsberuf auch der Berufsstand aus den ganz, ganz nur um Patient, Klient, wie ein Bewohner, wie ein Filzon aus. Wir sind in sämtlichen Bereichen, sind wir vertreten, in sämtlichen Altersgruppen, von den Kindern, den Erwachsenen, den Jugendlichen bis zum allen Mensch. Wir haben das auch schon gesagt, gehen an dem Bereich, wo wir schaffen, dass alles, das Education, das Kurativ, das Palliativ, das ist der ganze Bereich, als eigentlich effektiv von den Firmen, als ganz klar im Moment, als aufgedeckt. Wir sind einfach da. Und ja, ich meine, da muss ich einfach nur mal ein Lanz brechen, also voilà. Die Arbeit, die du gelegt wird, soll ich vielleicht in Zukunft auch vielleicht ein bisschen mehr auch am politischen Bereich mal beurteilen, als da ein gewissen Ohr gehen und respektive auch eine gewisse Plattform gehen, für das auch einfach in Zukunft weiter können so zu machen. Kann doch Sinn, dass Heinz, wenn ihr am Spiel leidet, so ein Schmoll oder als Patient, dass ihr vielleicht vielleicht der Firma erfreut, aber vielleicht noch ein ganz großer Respekt hört für den Doktor, wo ihr seht, okay, ich komme mich freuen, Madame, die vielleicht, dann habe ich meine Hemmung vielleicht noch zu freuen. Ich meine, das ist essentiell, dass der Firma mit dem Doktor gut zusammen schafft. Mhm. Oft geht aber, ich meine, wie in der Bande war, wie ich selber im Spital war, oft geht auch so der Firma ein bisschen als den Affekt vom Patienten durchgestellt. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, dass das nicht nur am Spital so ist, aber wir sind auch in anderen Bereichen. Das ist der ganze Soin-Domicile-Bereich, wo natürlich auch ganz viele Leute sind, die müssen versorgt gehen, respektive am Long-Séjour, respektive an Centren, wo Menschen sind, die chronisch krank sind oder ein Handicap haben. Und ich meine, dass du wirklich auch eben die Spruch von der Firma, die eben auch durch die Ausbildung einfach ganz klar die ist, die auch vielleicht manchmal am nutzen ist von der Person, die eine Krankheit hat. Auch wie ich schon gesagt habe, dass nicht immer die Person selber, aber auch das Umfeld, die Familie, das Ganze muss man, ja, wo ich muss auch konsiderieren. Und ich meine, das ist eben auch etwas, was bei der Firma natürlich immer ganz, ganz groß, ganz oben steht, dass nicht nur die Person, die für uns ist, dass die wichtig ist, mir auch jetzt ganz Umfeld. Das haben auch die Kolleginnen für uns auch gut erklärt, wenn eine Person ein gesundheitliches Problem hat, dass nicht nur die Krankheit, dass nicht nur die medizinische Diagnose, sondern dass der Mensch mit der Diagnose, die ihn hat, die muss wirklich ganz klar da, am Erbe halten. Und ich meine, dass dort der Firma eine ganz wichtige Rolle ganz klar spielt. Und zusammen habe ich natürlich mit dem Doktor, ich will auch nicht an Konkurrenz mit Ihnen Du, ich habe noch eine Frage, ich will aber der Madame Alvarez auch noch ein Wort geben, wenn man eben den ganzen Entourage muss konsiderieren an eben bei Leuten, die nicht eben aus diesem Land kommen, die vielleicht geflüchtet sind, weil sie verfolgt sind, weil der Krieg auf einem Platz ist und die auch krank gehen. Comment se laisse passe dans la pratique? Comment peut-on demander l'intervention d'un interprète interculturel? On pourra demander à l'interprète. Plus près, oui. Pour demander un interprète, c'est très facile, il faut faire une demande à travers le site internet de la Croix-Rouge, c'est expliqué, il y a un formulaire de demande, sinon on peut toujours nous téléphoner et voir avec nous, ça dépend bien sûr des langues, il y a pour certaines langues qu'on a seulement un, deux interprètes, mais c'est plutôt pour des langues rares, pour les langues les plus demandées actuellement, comme l'arabe ou d'autres, on peut faire la demande par internet avec les formulaires et nous on entre en contact avec les professionnels. Par après, pour confirmer que l'interprète sera là et le nom de l'interprète et tout. Da komme ich näher bei Doktor, wo ich froh bin. Wir haben hier von der Firma, ich habe schon mal mit Nikolai ein bisschen viel drüber geschnitzt gehabt, natürlich, dass der Patient zusammen ist mit dem Doktor. Die Relation, die hat geändert, mit zum Beispiel Formation, sollte die dann an einem Gesundheitsberuf, wie eben alle bei den Doktoren, einen ganz ferm integrierten Teil sind des Gesundheitskompetenz, Health Literacy, ich gehe nicht als Erstwort, Herr Nikolai. Also das Wort Health Literacy, wie es gibt mir ein Kollege, was das ist, ich habe schon geguckt und da steht dann Education Sanitaire oder Alphabetisation Sanitaire. Also ich meine, das Wort Gesundheitskompetenz, ich meine, das passt besser. Ja, gebraucht man das auch oder so. An der Formation von den jungen Generalisten zu Lützburg, auf der Uni, das drei Jahre dauert, da gehört ein großer Teil dazu,
dass den de savoir mit das de savoir faire mit von dem de savoir être bei den Firmen bei den Doktoren der zielt bei dem être da sind natürlich Kompetenzen was Kommunikation überlangt und das geht natürlich developiert schon natürlich Angst an die Relationsklotren weil du exposiert den Doktor sich auch oder dein Firmier ob er da gut steht und wissen doch mal wie sie sich soll wie so soll reagieren und ich meine wenn er das lehrt wenn er so Trainingen möchte also ich hoffe mir alles ob ich ihm eine schwere Krankheit muss erklären oder eine schlechte Diagnose muss erklären oder wie ihn soll motivieren in eine gewisse Richtung sein Leben zu ändern und so weiter was besser wäre für ihn seine Autonomie zu respektieren also nicht paternalistisch zu sein mehr ich dachte, dass er soll mit solid sein an sich selber in den Grab holen, dass er nicht so aufhängig ist von einem Doktor. Das geht gelehrt. Das braucht aber seine Zeit und das ist ein bisschen mehr kompliziert. Das ist nicht nur ein Fachwissen, sondern das ist eine Relation. Da kommen Gefühle an, ans Spiel. Und ich meine, das ist ganz wichtig ist bei der Firma, beim Doktor, dass wenn etwas will rüberkommen, da muss Vertrauen da sein. Und ich meine, Mona war trotzdem nach am Ranking von den Berufen, auch von Politikern, Gewerkschaften und so weiter, steht Dr. Mensch auf einem robusten Platz, wo leider nicht das Vertrauen haben. Doch. Ich meine, der Charles Marx sitzt zur Banne für den Schiss, ob er nach da ist. Ich meine, ich kann das konfirmieren. Also das Vertrauen soll ich natürlich auch nicht missbrauchen, das ist natürlich ganz stark strukturiert, durch die Deontologie und so weiter. Wenn das soll missbraucht gehen, dann ist das Vertrauen auch fort. Und ich meine, in dem Vertrauen vertraut in sich un und will ich gerne wissen, was das da so wichtig für mich, was muss ich machen, ist das so schlimm. Und das am Punkt, auf dem Niveau, wo das geschieht nicht über Internet. Nein, klar nicht. Ich gebe froh, auch den Herrn Schmidt weitergehen mit dem Mikro bei ihr. Wie gesagt, die Formation fest verankert an all den Gesundheitsberufen, das ist für die Gesundheitskompetenz. Bleiben wir bei dem Wort. Ja, ich meine, das, also die fachlich oder theoretisch Kompetenz zum Doktor, da das eine Seite von der Medaille an die menschlich, kommunikativ, relationell, da das die zweite Seite von der selben Medaille an der selbe gilt auch für alle anderen Gesundheitsberufe an das ist indissociabel. An die Komplexität, die aber am Laufe der Zeit kommen ist, die wird natürlich zugeholt, weil eben einfach die Leute evoluieren oder die Gesellschaft evoluiert. Wir haben einfach viel mehr Informationen, die man selber als Vertreter von Berufen muss verdauen, selber verdauen, sodass die Interaktion sicher immer mehr schwierig geht an, am Spital. Also auch dann könnte eine Schwierigkeitsstufe en plus, die als alle an den Spitäler zu schaffen möchten, Firmen wie Doktoren, dass die Kontrahenten, die administrativ stark zuhören, an die eigentlich dem entgegenstehen, Zeit zu holen, dem Patienten die Informationen zu geben oder dem Patienten die Zeit zu akkordieren, die er braucht, das ist etwas, wo man leider konträre Revolutionen haben, also die administrativ Kontrahenten hüllen zu, die knallen natürlich, also die knabberen Zeit den professionellen Wäsch. Mhm. Du willst den Herrn Pizzaferri gerne intervenieren? Wir sind uns froh, weil den Herrn Schmidt gesucht hat. Wir fordern schon lange, dass so ein anderes System an den Spitäler kommen, weil oft meine Kollegin und meine Rätsel gesucht hat, der Dialog mit den Patienten ist wichtig, das stimmt. Aber das ganze System ist nicht darauf abgebaut. An den Spitälern schaffen liberale Doktoren, wo Zeit das Geld. Und ob diese sich 10 Minuten oder eine halbe Stunde mal denken, zusammen das finanziell zu erklären, das ist ein Verlust von Geld, weil das schon nicht remuneriert im Moment geht. Dasselbe ist der Fall an der Privatpraxis, da ist also eine Konsultation, aber da haben wir mal gefordert, aber fordern nach,
dass Zeittarife so angefordert gehen, wo den Doktor, der wirklich, und ich bezweifle das nicht, der will mit seinem Patienten schwätzen, der will dialogieren, dass er die Zeit auch remuneriert kriegt. Von der, das, weil ich meine, das wäre auch profitabel für eine Sozietät, weil wann, wird man die Mühen hören, wenn die Kompetenz vom Patienten an die Lut geht, da kann das auch Benefit sein für ihn selber, auch für die Sozietät. Am Spital habe ich natürlich darüber gedacht, für den System Salarie anzuführen bei den Doktoren, die dann noch frei wären von all Kontrenten an der Zeit und sich mehr Kinder damit befassen. Es gibt viele so administrative Probleme. Der Kollege Medikal verbietet, den Doktor Reklam zu machen, ne? An Zeitungen, an Niveau. Für was? Das ist natürlich so, dass vielleicht eine Reklam oder eine Werbung nicht gut ist. Aber die Kinder, die wir in der Halle haben, können den Doktor so und haben, dass sie meine Kompetenzen haben. Ich habe die Formation kontinuierlich gemacht. Ich habe das und das behalten. Ich bin das. Aber wenn ich das verifizieren kann, in der Publik gemacht wird, wird der Patient durchgegeben. Dasselbe ist auch im Spitalsektor, wo wir so ein Kompetenzzentren. Wenn ich in Deutschland in ein Spital gehe, da kann ich gucken, was für eine Kompetenz da draußen wird, an dem Gebiet, wo ich soll eine Intervention kriegen. Für was ist das hier nicht der Fall? Auch das hilft, aber das ist ganz einfach administrativ für den, die müssen hören. Da gebe ich froh und Madame Alvarez gehen. Est-ce que le temps, ça joue aussi un fléau chez vous dans les consultations, quand vous allez faire les traductions? Bien sûr, je veux dire, les travails avec un interprète demandent plus de temps pour les médecins. Il faut quand même traduire, il faut quand même écouter. Oui, c'est une des. Je dirais, l'effet de faire la demande, il y a beaucoup de services qui nous disent bon, il faut faire la demande, il faut attendre, même si on est assez réactif. Et on, pour des urgences, par exemple, on travaille bien avec les CHL et d'autres hôpitaux au Luxembourg. Et on réagit, on peut réagir du matin à l'après-midi, par exemple. Mais c'est vrai que le fait de faire la demande, les démarches et puis les temps de plus que ça prend, oui, parfois, bon, mais c'est une question de qualité. Aussi qui est derrière. Hein. Je pense que c'est ça qui est important. Also, pour obstacle, nous marchons hören, Monsieur Furtado, est-ce qu'il y a des exemples concrets, ce que nous pouvons faire mieux au niveau européen? Merci encore une fois. Il y a peut-être deux groupes de domaines où la Commission européenne, traditionnellement, donne du soutien à des projets, initiatives dans qui ont une relevance, un intérêt pour la health literacy. C'est le soutien pour les actions de formation et pour l'intermédiation culturelle, la médiation culturelle. Il y a des exemples ici même au Luxembourg. Et ça s'était même développé pendant la crise de la migration dans les années précédentes. Et il y a aussi le soutien pour les technologies d'information peuvent avoir le potentiel de réduire un peu la charge administrative. Ça, on a toujours l'espoir que ça puisse être le cas, que les technologies d'information puissent aider un petit peu plus à réduire cette charge et à libérer du temps pour le contact avec les patients. Je voudrais aussi ajouter des autres choses que nous faisons dans le domaine de essayer de faire le choix plus facile pour les citoyens et de donner des choix plus faciles, surtout pour les choix de style de vie. Et ce sont des côtés complémentaires de ce que nous parlons ici aujourd'hui. Parce que, par exemple, quand on travaille dans le domaine de la reformulation, de réduire le sel, le sucre et la graisse des produits que nous achetons chaque jour dans le supermarché. Ça, c'est quelque chose d'important pour faire que les citoyens aient plus de choix et que ça soit plus facile, l'information soit là et que ça soit plus facile de choisir quelque chose qui va réduire les problèmes de santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup au niveau européen à ce moment-là. Et pour un pays comme le Luxembourg, où chaque supermarché reçoit des produits de partout, ça, c'est quelque chose de très clair qu'il faut traiter au niveau européen. C'est aussi le cas, pour donner un autre exemple, du marketing. Le marketing, surtout le marketing digital. Parce que les citoyens reçoivent
tellement d'informations et de publicités de tous les côtés. Et surtout pour les moins âgés, pour les enfants, il faut avoir des protections pour éviter la manipulation précoce, pour que les choix ne soient pas endommagés d'un âge très, très jeune. Et ça, c'est aussi de travailler sur le contexte de la santé de chaque citoyen. Essayer de faire que la choix plus saine soit la plus facile aussi. Donc, il y a beaucoup de soutien pour les actions d'intermédiation, médiation culturelle, formation, de toutes sortes, aussi sur les côtés des technologies d'information, mais aussi sur le côté de faire la choix saine, la plus facile pour les citoyens. Wir hatten für uns Madame Dietsche hören, die als über Österreich geschwärzt hat. Madame Mutsch hat gesagt, dass die Gesundheitskompetenz zu Lützeburg nach an der Kanner schon stehen. Ich gebe froh, auch nicht für ihn. Ich will aber auch so, wenn dir auch ein froh hat, dass auch ein Mikro das zirkulieren kann, wenn der ein froh zu stellen hat und als Partner hier an der Table Ronde. Auf was für einem Land zum Beispiel könnte dann Lützeburg sich inspirieren an der Gesundheitskompetenz? Oder du eine Idee? Wollt ihr das Mikro? Den Herr Nicolai. Okay. Ich habe noch einen Text, einen Artikel aus dem Ärzteblatt, Deutsches Ärzteblatt, also eine seriöse Zeitung, weil ich vielleicht auch eine Sonde gelesen habe. Smartphones ersetzen Hausarzt, Modellprojekt beginnt. Ich resümiere nur ganz kurz. Okay, also 10. letzte Woche, als dann auf drei Unis Platzen, also im Europäischen Unisplatz, sind Hausdoktoren und einfach zugemacht, sind in eine Weiterbildung gegangen für Geriatrie, weil Studenten nicht mehr bei einem Doktor gehen, die gucken alles auf ihre App. Und sie brauchen das nicht mehr, aber die A-Leute gehen nicht ernst damit, also müssen die nach einer Charge gehen von den Hausdoktoren. Jetzt habe ich morgen eine Weiterbildung gemacht für Geriatrie, vielleicht war das dann in die Richtung. Auf der App, die machen eine Diagnose, braucht nämlich Fragen zu stellen, aber geht alles ran, schon das, und dann kommt raus, muss auch nämlich schon in der Sicht gehen, weil mit den neuen App kannst du den Puls holen, den Blutdruck holen, du kannst ein ECG machen, EEG machen und so weiter. Du kannst mit den Stäbchen, kannst du hier die Untersuchungen machen und so weiter. Also brauchst du nämlich bei den Doktor zu gehen. Ab der Uni zu Yale, Howard, Boston, da haben sie so eine ähnliche Etude gemacht. Da war Treffsicherheit, diagnostische Treffsicherheit, mehr ich wie die vom Doktor, so ein bisschen wie beim Bobby Fischer beim Schachspiel. Also soll man nach Medizin lehren, als das, okay. Ich habe das alles resümiert, ich habe meine Kollegin das geschickt und hat mir nach jemandem geantwortet, ich kann nicht so nicht fahren, ich nach Brolz gehe, okay? das ist aber viel Wahres dabei. Ne? Ich meine, wenn ihr Pizzaferi seht, für was hat sie das nicht auf dem Internet, Kompetenzen, boah, ich verkaufe mich nach Leben mit Geheimtippen. gestern hat eine Studentin mir gesagt, die zu Brüssel ist, die gesagt, ja, meine Kollegin sagt, ich gehe bei dem Doktor an den Mann an der Karte von der Metro in der Hinne, für was? Aber ja, im Internet stund dann, die war so dags geliked gehen, so beim TripAdvisor, den hat dann einen Heischkott gehabt. Aber ja, was soll das? Geht ihn da hin, weil er sehr Krankenscheine verschreibt, viele Antibiotiken und alles, was der Patient gerne hat? Oder geht ihn da hin, also ich meine, kann ihn, das ist ja so ein bisschen, was ein bisschen verrückt, von ihm das nicht verdreift, wenn ihn alles den Patienten überlässt, das ist ein bisschen wie bei der Bibel, dass das nicht gelieste Buch auf der Welt, oder der Koran, mir geht Leute mal den, wenn sie das lesen. Sie brauchen da Erklärungen, sie müssen Interpretationen kriegen, sie müssen wissen, wie ein Kontext das, wie ein Zustand, an sie sehen, mit Gefühlen und so weiter zu erklären. Ich meine, du brauchst einen Interpret, einen Mediateur, nicht nur kulturell, aber auch für sich selber. Und ich meine, die Kompetenzen, das muss ich dann abbauen, wenn man gesagt hat, geht dort, muss ich für dich mal lesen und schreiben können und so weiter. Da muss ich mit den Medienkompetenz und muss ich mit den Leidenskinds kommunizieren und so weiter. Ich meine, das sind alles Sachen, die gehören dazu, kann ich das nicht einfach so an einem Mac losen. Ne? Also die Horrorversion, wie der Kant sehen, dass, wie der das geschildert hat, den 1. April,
Dir wollt so ein, was für ein Land dieses Kind inspirieren, Madame Halsdorf? Ja, ich denke, als ein Film ging ich mich auch gerne Lützburg inspirieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke, wir haben heute an dem Bereich Kompetenzen, vielleicht sind sie noch, wie ich schon gesagt habe, noch ein bisschen noch verstoppt. Mhm. Weil sicher, wie gesagt, also, über die Grenzen raus gibt es bestimmt ganz viele Sachen, wo man sich inspirieren soll, muss und kann. Aber mir ist es immer wichtig, auch zu sagen, dass das, was schon effektiv im Moment halt gelegt wird, und ich schwätze natürlich auch ganz klar auch von dem Bereich, für den, wo ich heute sitze, dass es vielleicht auch mal wichtig ist, dass den, wie schon viele gesagt, ja, vielleicht mehr gehört wird, auch vielleicht da ein Lobby kriegt. Und ich meine auch für die Doktoren, egal, das ist eigentlich für den Allgesundheitsberuf, möchte eigentlich meine ich an dem Bereich schon ganz viel. Mit geht vielleicht auch nicht verschriftlich, das geht vielleicht nicht so publik gemacht und tut nicht so den Dekade respektive die Form, dass ich nicht effektiv als Gesundheitskompetenz im Moment so Kind eigentlich. Ja, teilweise definieren und durchstellen, weil ich meine, viele Leute haben das ja, durchgegangen, wenn ich das hört, muss ich mich vielleicht informieren, was das ist, und dann gucke den und dann, wenn ich die Sache ein bisschen dann aus dem Inhalt dann mir gehen, das eigentlich effektiv trotzdem auch heute zuletzt ein bisschen zwischen der Kompetenz noch schon gehen. Mhm. Weil dann hast du zu so, in was für einem Land meine Kinder inspirieren, außer Lützburg, was doch ganz schön von tun, was dir gesagt hat. Herr Schmidt. Also, ich meine noch, dass meist nicht einfach sollen, auch von an anderen Ländern viel die Marsche laufen und so viel. Und Lützburg ist nicht dasselbe wie viele andere Länder, eben aus dem Grund, dass wir extrem viele Ausländer haben, mhm. Die schon hier wohnen. Wenn den Ausländer dabei zählt, die nach Assyrien sind, da sind wir bei 2/3 par rapport zu Lützburg. Also wir haben eine Population, die extrem unterschiedlich strukturiert ist. Und das ist eine Komplexität, die kein anderes Land hat. Mhm. Für mich ist es schwierig, für Programme so Copy-Paste rüberzuholen. Muss ich hier mit Amos und Bon Sens vorgehen. Und vielleicht noch etwas, ich meine, an dem ersten Beitrag ist herausgekommen, dass die Gesundheitskompetenz auch eine Interaktion als Patient mit Doktor oder anderen Gesundheitsberufer, und dass die Interaktion, die stärkt von der Gesundheitskompetenz ausmischt. Und ich meine, dass es in dem Sinn eine Politik, die ging darüber auszählen, die Hausdoktoren an ihrer Mission zu stärken, die richtige Weg aus, für auf den Weg zu kommen von einer größeren Gesundheitskompetenz hier am Land. Ich meine, da sind die Marschen am Gangen, aber das ist sicher der richtige Weg, für bei uns nur vier zu kommen. Den Herr Furtado wollte dazu etwas sagen, Monsieur Furtado. Merci. Seulement pour souligner qu'il y a vraiment des compétences, peut-être pas cachées, mais peut-être moins connues ici au Luxembourg. Parce que si je pense à ce qui se passe ici à l'université, mais aussi à l'intérêt que le gouvernement a pour soutenir les sciences de la vie, et aussi au fait que les services de la Commission ont au moins 6 directions générales vraiment liées à la santé qui sont basées ici au Luxembourg. Ça, c'est un très intéressant centre de connaissances qui est ici au Luxembourg, soit de la société d'information, le digital, soit la santé publique, soit il y a vraiment beaucoup de centres de compétences ici au Luxembourg, et c'est peut-être pas une coïncidence, donc c'est quelque chose pour continuer à développer. Mm-hmm. Madame Alvarez. Oui, si on parle de la prise en charge des patients migrants, exilés ou demandeurs de protection internationale, je pense à 2 pays qui sont vraiment pionniers, qui développent au niveau de la formation des professionnels, aussi au niveau de l'interprétariat communautaire ou interculturel, c'est le Canada et la Suisse, plus près de chez nous. Il y a vraiment des initiatives très chouettes concernant la health literacy aussi pour les patients migrants et pas mal de formations sur les compétences culturelles offertes aussi aux professionnels. Mm-hmm. Ich zwei so allerletzter froh kommen. Käse sei froh aus dem Publik, dass ich nicht drauf geguckt habe und dass ich aber etwas unbedingt vollzogen. Nee? Okay. Dann so ist auch Kimi von erst, dass ich. Herr Pizzaferri, wollt ihr etwas sagen? Ja? Ja, also dann. Wir haben einen Diskurs, der gut als positiv ist, den Muren an den meisten Vierter von der Madame.
wo alle Punkte noch abgezählt sind, die müssen erfüllen oder muss darum mhm. schaffen, für dass die Kompetenzen nicht gut gehen. Ich meine, das ist schon so, dass ein Citoyen mit einem höheren Educationsniveau, mhm. auch zu Lützburg, ein ganzer Betretement kriegt am Gesundheitswesen wie ein, den ein ganz niedrigen Ausbildungsniveau mhm. hat. Weil einfach den Achse ernst, das wird sich auch nicht tun. So dass ich nicht nur auf ein Land will, so und da, das das Beste und so. Aber ich meine, wenn wir alle die Punkte darauf schaffen, die Muren haben developiert gesehen, da sind wir ein riesiger Schritt nach vier kommen mhm. an dem Ganzen. Das ist natürlich auch so, was Dr. Schmidt hat, wo er gesagt von den Hausdoktern, wir sind auch der Meinung, sollen einen Hausdoktor haben. Er muss nicht mit seiner Referenz sehen, weil das war echt eine pekuniäre Lösung für eine gesundheitspolitische Lösung. Aber es gibt für so einen Hausdoktor, wo eine Person der Confiance, das ist das in den Sinn. Aber dann muss aber auf der anderen Seite die Formation weitergemacht gehen. Mhm. Ich kann nicht, die jungen Doktoren sind natürlich auch nicht formiert wie die Ela, mhm. aber auch die jungen Doktoren müssen regelmäßig formieren, weil sonst kann ich ja nur von mir alles bei einem Doktor, den nach einem Medizin wird für 34 Jahre. Und das ist schon dann noch keine Confiance. Mhm. Für, also eine Vernetzung von Aktionen, die in der Zukunft feiern, dass auf der einen Seite Kompetenz von den Doktoren und Kompetenz von Patienten erwiesen und Vertrauen für alle. Und ich meine, Vertrauen als ein ganz großen Aspekt. Mhm. Ich will nicht der Vertreterin von der pharmazinischen Person affirmieren, ich weiß nicht, wie ich soll sagen. Früher war Paramedizin los, autre Profession de Santé. Auch was Sie gesagt haben, und was die zwei Damen für Sie gesagt haben, ist alles richtig und das auch wünschenswert und so lebt. Aber wenn ich auf der anderen Seite dann höre, dass gesagt wird, das Personal hat keine Zeit, sich mit den Leuten auseinandersetzen. Ja? Du hast eine Verhandlung mit der Krankenkasse über die Tab, Äquivalent Templin, an all Service, da geht es nicht genug. Ja, da bleibt das dann relativ Theorie. Mhm. Und dann müssen auch dafür noch von den Spitälern raus nicht verhandelt gehen. Hat gesagt, das ist auch ein Aspekt, den man mehr muss betrüsten, der doch Zeit kostet. Und das könnte schon dann noch dem Patienten so gut. Mhm. Und geht auch, meine ich, der professionelle Santé, mehr Satisfaktion an ihrem Beruf. Also natürlich doch, die Zeit hat man schon nur geschwärzt, auch die Inegalität, wie der gesagt hat, den viel gelehrt hat, den direkt alles versteht an den anderen, den eben nicht Chance hat, vielleicht da zu machen, den dann bis auf der Strecke bleibt, dass er so ein Punkt, den zu attackieren ist. Kommen aber zu unserem allerletzten Spruch, den Damen und Herren, spielen im E-Satz, der wird pro Komma an Hund oder eure Punkt Komma zu gut, sind doch nicht so streng, weil das dann eher ein Message, den der Haut wirklich die Leute will, mal auf den Weg gehen, dass wir ja alles auf dem Haut so haben, dass wir auch für den nationalen Plan zu speisen. Also, ein Satz, wo der sagt, das ist der Message, den ich wirklich als Mensch, als ich verringern will, so haben, den ich wichtig fand, eben an der Gesundheitskompetenz. Sollen wir bei der Madame Alvarez aufhängen? Merci. Ich denke, investieren dans la formation des professionnels, donner des ressources aux professionnels, mettre à disposition des professionnels des ressources et de l'information pour améliorer la prise en charge des patients et aussi au niveau des patients et même, parce qu'on a parlé, on a dit que bon, c'est la health literacy concerne les deux, ce n'est pas seulement les patients, mais c'est aussi les professionnels de santé. Mettre à disposition de l'information, des ressources qui permettent surtout aux patients de prendre en charge leur projet de santé et devenir sujet et non objet des soins. Mm-hmm. Monsieur Furtado. Peut-être je prendrai les mots de représentant des patients pour dire qu'il faut passer des mots à l'action. Je crois que si on fait ça, ça serait déjà suffisant. Vraiment une phrase, oui. Merci. Ja, ich ging mir gerne wünschen, dass der Firma in dem heutigen Bereich einfach, sie hat hier Platz, dass, wie schon viel gesagt wird, vielleicht mehr gehört wird, vielleicht auch von der Politik mehr Wirbel geholt wird. Unterstützt. Du ganz klar Unterstützung kriegst, du auch, wie schon gesagt, hier Kompetenzen unerkannt kriegst, hier Zeit kriegst, hier finanziell Mäuer kriegst. Ein Ohr kriegt, das gelauscht hat. Und ich denke, dass du ganz klar den Moment der Patient, Klient, Bewohner, wie wir wollen nennen, natürlich auch davon erschüsst wird profitieren. Mhm.
Herr Nicolai. Ich denke, Satz mich schon für dich. Merci so, meine Kollegen hier an der Pizzaferie für drei Klammern für den Medizin General. Ich hoffe, dass der Minister da teilt, dass der Medizin General Bas, Medizin primär soll unterstützt gehen und dass das Basis aus von einer guten Formation, einer guten Relation am Patient. Es ist für die Vollautonomie für den Patient mit Kompetenzen. Mhm. Egal. Ich meine, das beeinflusst mich nicht, von wo ich den Mikro kriege. Ne? Denn, was ich mir kann wünschen, das ist effektiv, dass auch bei einem Slide der Mühe gewesen wird, dass der Patient am Kreis von den Leuten steht und nicht Bannen drauf steht. Mhm. Wenn nach immer Haut geschwärt wird, man meint, das für den Patient. Nein, man soll nicht mit dem Patienten machen. Und da brauchen wir noch nicht mit Patienten, sondern das ist den ebenbürtigen Bürger, den nicht mehr braucht, Passion zu sein, für mit seinen Problemen eins zu gehen. Mhm. Das heißt, ein Dialog zwischen allen Parteien, die dort konzerniert sind, ein offener Dialog, und ich meine, da kommen wir einen guten Schritt vor. Mhm. Herr Schmidt? Ja. Ich sammle das Mikro. Nee, ich meine, die Diskussion von heute weist ja auch, dass das Sujet von der Gesundheitskompetenz, dass das sicher etwas Übergreifendes, dass das nicht der Monopol von einem oder dem anderen, dass das ein Zusammenspiel von vielen, vielen Akteuren. Und so muss ich nicht, wenn ich das tut, so ein Projekt will weiterkriegen, noch umgehen, nämlich dass du die, die wirklich impliziert sind, inklusive der Patient selbstverständlich, gucken, wen das reißen könnt. Ich meine, just, dass es zu Lützburg eben nicht der Patient gibt, dass eben, wir müssen einfach mit der Realität leben, dass es ganz, ganz viele verschiedene Patienten gehen. Und so können wir auch nicht eine Gesundheitskompetenz aufbauen, just für ein Modellpatient, das ist eine Illusion hier im Land. Kann ich so in l'Union fehl der Force, wenn ich da so in dem Kreis, wo jeder in zusammensteht. Es ist noch ein Fall. Vielmals merci, die Damen und die Herren, dass ihr was dabei wart bei der Table Ronde. Vielmals merci. Applaus